Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das Wort Gottes, das in der Predigt ausgelegt wird, ist aufgezeichnet im ersten Buch des Mose im 12. Kapitel. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort. Öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, immer wieder sagen mir Menschen, ja, wenn Gott sich irgendwie zeigen würde, wenn er sich mir offenbaren würde, dann würde ich glauben, dann würde ich ihm vertrauen. Gott zeigt sich dir. Und Gott spricht zu dir. Gott ruft jeden Menschen. Und das behaupte ich nicht nur aus mir heraus, sondern es ist Gottes Wort, das dies bezeugt. So hält Paulus einmal im Römerbrief im 1. Kapitel fest: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Aufgrund dieser Schriftstelle bin ich überzeugt, dass Gott versucht, jeden einzelnen Menschen wirklich anzusprechen, sich ihm zu offenbaren. So wie es auch Abram erlebt hat. Gott ruft uns. Er ruft dich, er ruft mich. Und das Schwierige ist, dass Gott eben uns ruft in manchen Lebenssituationen oder in manchen Lebenslagen, womit wir gar nicht damit rechnen, dass wir angesprochen werden. Und das eigentliche Problem ist nicht, dass Gott ruft, sondern ob wir uns auf diesen Ruf einlassen, ob wir das wirklich wollen, mit Gott leben, ihm folgen. Denn wahrscheinlich ist fast jedem Menschen unbewusst klar, wenn wir unseren Lebensweg mit Gott gehen, dann kann das auch eine Zumutung sein. Das ist kein Zuckerschlecken, Gott ernst zu nehmen. Und vielleicht müssen wir Dinge lassen, die wir sehr lieb haben. Uns aus Bindungen lösen, die uns Halt geben. Und das ist das Erste, was wir bedenken, die erste Entdeckung. Der Ruf Gottes kann eine große Zumutung sein. Gottes Ruf eine große Zumutung. Da hört Abram unerwartet plötzlich die Stimme des lebendigen Gottes. Und das Erste, was er vernimmt, ist nicht: Hallo, ich bin Gott, ich liebe dich, ich tue alles für dich, sondern geh, geh, verlass das, was dir wichtig ist, dein Vaterhaus, deine Heimat. Wir möchten Gott vielleicht am liebsten ins Wort fallen. Also das ist ja schon heftig. So kann doch kein Glaube entstehen mit solch einer Forderung. Aber Gott
kann manchmal in dem, was er sagt und was er von uns will, unerbittlich sein. Abraham soll gehen, alles verlassen, das vertraute Land seiner Vorfahren, die Sippe, die sein Denken und Handeln bestimmt hat, das Haus des Vaters und dann sogar die bisherige Religion. Das Letztere berührt uns heute vielleicht gar nicht so mehr oder die meisten Menschen, die uns begleiten. Religion scheint nicht mehr so wichtig zu sein, aber in der alten Zeit, und ich bin überzeugt, letztendlich auch heute, ist das, was Religion ist, das Wichtigste für den Menschen. Im Buch Josua, da heißt es einmal über die Situation, Josua sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terachs, Abrahams und Noahs Vater, und sie dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Abraham, an dieser Stelle heißt er noch Abraham, war zunächst kein Mensch, der sich auf einer religiösen Sinnsuche bestand. Keiner, der in besonderer Weise Gott sucht. Nein, er war etabliert, gut eingebunden in dem, was seine Zeit und Gesellschaft prägt. Ein bisschen salopp und modern gesagt, er führte ein normales Leben. So wie wir oder die meisten in unserer Gesellschaft, man strebt nach mehr oder weniger Wohlstand und Erfolg. Man ist Mitglied in irgendeinem Verein, in sinnvollen oder sinnlosen Gruppen. Und dann dieser Ruf, löse dich, ändere dein ganzes Leben. Und Abraham geht ja auch. Aber wenn wir weiterlesen, dann wird deutlich, dass das letztendlich gar nicht so einfach war, sich aus all diesen Bindungen zu lösen, aus den alten Abhängigkeiten. So passiert es zum Beispiel, dass er gleich zweimal mächtigen Herrschern seine Frau Sarah, die damals noch Sarai hieß, als seine Schwester ausgibt. Ja? Merkwürdige Geschichte. Aber diese Herrscher sind an dieser Frau interessiert und wollen sie heiraten. Und Abraham hat Angst, wenn ich sage, das ist meine Frau, dann verliere ich mein Leben. Also sage ich lieber, das ist meine Schwester. Oder eine andere Sache. Gott sagt ja, du wirst ein Nachkommen haben. Ne? Also, wenn wir hier vielleicht den Ehepaaren, die über 75 sind, versprechen würden, ihr werdet noch mal Kinder haben, dann käme ja auch ein müdes Lächeln daher. Und das ist ja vielleicht menschlich ganz verständlich, als das nicht klappt nach ein paar Jahren, wenn man dann die 90 erreicht, dann hört vielleicht das Vertrauen auf, dass da noch ein Kind kommen soll, ja, dann wird halt die Leibsklavin Hagar geschwängert. Ich erwähne diese Sachen ganz bewusst, denn hier wird auch deutlich, dass auch ganz fromme Menschen, auch Menschen, die Gottes Ruf durchaus grundsätzlich ernst nehmen, nicht davor bewahrt bleiben, versucht zu werden, Anfechtung erleiden und dann auch scheitern. Die Konsequenz ist, dass wir immer wieder neu, ähnlich eben wie Abraham, oder andere Mütter und Väter des Glaubens immer wieder neu umkehren müssen. Und Gott ruft dich. Er ruft mich. Und er mutet uns manchmal allerhand zu. Aber billiger ist der Glaube, an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, nichts zu bekommen. Wenn Gott einen Menschen ruft, wenn er dich und mich ruft, dann können wir nicht
in unseren alten falschen Bindungen stecken bleiben. Glaube, Nachfolge ist auf der einen Seite gewiss die freundliche Hinkehr zum lebendigen Gott. Das Wissen, dass wir in ihm geborgen sind. Aber es ist zugleich auch immer die Abkehr von den falschen Göttern oder auch die Abkehr von den falschen Bildern, die wir uns über Gott gemacht haben. Martin Luther hat einmal ja sehr schön erklärt, was ein Götze oder ein falscher Gott ist. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und das müssen wir manchmal lassen, oder nicht nur manchmal, das muss gelassen werden, wenn unser Herz nicht wirklich an den lebendigen Gott hängt, sondern an irgendetwas anderes, dann müssen wir das lassen. Das ist sehr leicht auf der Kanzel gesagt, dem ist auch leicht in der Kirchenbank zugestimmt. Wenn es in die Lebenspraxis geht, dann wird es schwieriger. Wenn man merkt, da ist irgendetwas, das ist mir ganz wichtig im Leben. Und manchmal gibt es Dinge, die sind ja von vornherein gar nicht böse oder sündig, wie wir sagen würden. Aber wenn irgendetwas unser Herz gefangen nimmt und uns von Gott abhält, und das kann manchmal sogar eine gute, sinnvolle Sache sein, dann müssen wir das lassen. Es ist ja auch so, das Verbleiben an dem Ort, wo man geboren ist oder wo man zu Hause ist, das ist ja auch nichts Böses. Ja? Es ist auch keine Grundforderung Gottes, dass wir alle wie Abraham oder Abraham aufbrechen und dann unsere alte Heimat verlassen. Das kann sich manchmal ergeben. Ne? Also wenn es nach mir gegangen wäre, ich bin so ein Ur-Hamburger, ich wäre da nie weggegangen. Ne? Meine Kinder lachen immer, wenn ich nach Hamburg fahre, dann summe ich immer das Harmonia-Lied. Ne? Und einmal im Jahr muss ich mindestens in meiner alten Heimat sein. Klappt auch nicht immer. Aber es kann sein, dass Gott sagt, geh hinaus. Ne? Geh hinaus. Andere, die dürfen dagegen bleiben. Jeder unter uns hat seine Sachen, die ihn bindet und die er lässt. Wir sollen die alten Bindungen lassen. Und Gott mutet uns dann auch manchmal eine Reise ins Unbekannte zu. Was wusste Abraham über Kanaan? Es gab kein Internet, keine Lexika, die einfach verfügbar waren und über das Land informierten, keine Fernsehberichte, nichts. In die Fremde gehen, ins Unbekannte. Das kann beklemmend sein. Aber, und damit kommen wir zum zweiten, Gott schickt uns nicht nur einfach los, sondern er gibt uns auch Verheißungen, Zusagen. So sehr Gott uns manche Schwere zumutet. Die Zumutungen sind auch immer von Verheißungen begleitet. Ich lass dich nicht alleine. Ich bin bei dir auf dem Weg. Ich will mit dir sein. Ich will dich segnen. Und vielleicht erfährst du am Ende, dass du viel mehr bekommen hast am Ende, als du damals verlassen hast. Gott ist überhaupt nicht knausig. Abraham erhält wunderbare Zusagen. Einmal die Zusage, Kinder und Nachkommen zu haben. Und dann etwas, das ist uns vielleicht gar nicht so aufgefallen. Gott sagt Abraham zu, du wirst einen großen Namen haben. Etwas später ändert Gott seinen Namen. Der Name Abraham heißt erhabener Vater, und er wird dann, als er wieder glaubt und Gott vertraut, sagt Gott, von nun an sollst du Abraham heißen, das heißt Vater vieler Völker.
Diese Formel großer Namen spielt im ersten Buch Mose eine ganz wichtige Rolle. Denn als die Leute den Turm zu Babel bauen, ja, und versuchen aus eigener Kraft den Himmel zu stürmen, wollen sie sich einen großen Namen machen. Und sie scheitern. Und das, was die Turmbauer zu Babel erzwingen wollten, das wird dem Abraham zugesprochen. Du bekommst einen großen Namen. Und das Wunderbare ist, wir können es überprüfen. Ja? Wir können es überprüfen. Wir können jedenfalls als die spät nachgeborene Generation uns darüber freuen, wie zuverlässig Gott ist, wenn er etwas sagt. Trotz aller Schwierigkeiten, Abraham hat seinen Sohn erhalten. Und Abrahams Name ist wirklich ein großer Name geworden. Ja? Es gibt viele Menschen, manche, die sich dabei im Irrtum befinden, wie die Muslime, aber für die Abraham der Vater des Glaubens ist. Ja? Dieser Name ist durch alle Welt gegangen. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Und es gibt noch eine weitere, eine wunderbare Verheißung. In dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. In den 11 Kapiteln zuvor war die Geschichte Gottes mit den Menschen, wir nennen das auch die Urgeschichte, meist eine Geschichte des Gerichtes. Vertreibung aus dem Paradies, weil der Mensch sündigt. Die Flut, auch Noah, zunächst auch einer der Väter des Glaubens, scheitert, bekommt auch eine Strafe auferlegt und dann der Turmbau zu Babel. Aber mit Abraham fängt etwas Neues an, eine Segensgeschichte, eine Heilsgeschichte. In dir sollen alle Völker, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wir sagen, Abraham ist der Vater des Glaubens. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Das ist das Thema der Heiligen Schrift, das Thema, das sich in Jesus Christus erfüllt. Paulus sagt, der Nachkomme, der eigentliche Same, von dem gesprochen wird, das ist Jesus Christus geworden. Und in Christus steht allen Menschen, allen Völkern, allen Rassen der Zugang zu Gott offen. Aber diese Geschichte beginnt mit Abraham, mit der Erwählung dieses Einzelnen, durch die Gott am Ende alle rufen wird. Damit kommen wir zum dritten und letzten. Es kommt darauf an, auf Gott zu hören, ihm zu vertrauen. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das drückt in wunderbarer Weise den Glauben, das Vertrauen, die Zuversicht Abrahams aus. Glaube ist nicht irgendein Vermuten, nicht irgendein Spekulieren, sondern das Vertrauen auf Gottes Wort, auf Gottes Zusage. Gott spricht, was er sagt, das ist richtig. Und was Gott verspricht, das hält er. Ich habe deutlich gemacht, dass das für Abraham nie leicht war. Und dass er selber genug Zweifel hatte, falsche Kompromisse geschlossen hat. All das, was wir wahrscheinlich auch tun in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Wir halten das auch nicht immer ganz durch. Aber das Entscheidende war, dass Abraham sich hat immer wieder korrigieren lassen. Dass er immer wieder vertraut hat und sich ausgerichtet hat an diesem Wort Gottes.
Und das ist Glauben. Dem Worte Gottes zu vertrauen, sich durch Gottes Wort korrigieren zu lassen, erneuern zu lassen, aber auch den Trost zu erfahren. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott jeden Menschen ruft. Vor allem, dass er auch uns persönlich ruft, dass er dich und mich ruft. Schade ist, wenn man nicht hört. Aber wenn man hört und gehorcht wie Abraham, dann wirst du auf lange Sicht Wunderbares und Großartiges erfahren. Es lohnt sich, auf Gott zu hören. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.